Was ich nicht im Internet bekommen habe letzte Woche und mich tatsächlich gezwungen hat, wohin zu gehen, ist das Steelbook von Insidious Chapter 3, das ebenfalls seinen Weg zu mir gefunden hat. Muss natürlich so sein, wenn auch der zweite Teil im Steelbook bei mir herumliegt. Hier ist das Backcover angeklebt zu kleinen Klebepunkten. Die lassen sich aber netterweise sehr einfach ablösen. Bum, 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 bum. Weg ist... Nein, doch nicht. Da ist noch eins. Oh, das Back-Artwork von Steelbook finde ich aber jetzt schon einmal relativ cool. Spoiler-Alarm. Das ist ja eigentlich relativ fein. Gefällt mir gut. Im Inneren dann der schon eingelöste Code für die Digital Copy, die Blu-ray und das Innenartwork, das eigentlich echt genial ist. Muss ich sagen, das finde ich richtig schick. Ist zwar trotzdem jetzt irgendwie ein Steelbook, ich kann es irgendwie schwer beschreiben, dass sich nicht gerade besonders hochwertig anfühlt und angreift, aber das dafür natürlich auch mit einem schlanken Preis von 16,99 daherkommt. Übrigens exklusiv bei Müller und das damit auch durchaus seinen Platz in meiner Sammlung hat. Wunderbar.